Was steht da? Verstecke Bugs. Ja, versteck sie. Ich will sie gar nicht sehen. Okay, dass das so lang lädt, das liegt an Raps. Raps mag es nicht, wenn Spiele schnell laden. Anscheinend. Sonst funktioniert das Laden ohne Probleme. Okay, das hat jetzt locker ein 10-Minuten-Video verschwendet. Was sind wir jetzt? Ach, da steht's ja. Seefels. Au! Klatsch! Warum starrst du so? Noch nie eine Stadtwache gesehen? Nein. Du bist ein Mensch, oder? Ich? Ja, könnte man so sagen. Wow. Mein Name ist Bartholomäus Anton Schildträger, königliche Stadtwache von Seefels. Und wer bist du? Nennen Sie mich Herr Unterberg. Ach, das ist eine dermaßen Anspielung auf Herr der Ringe. Mein Name ist Wetterquarz. Wilbur Wetterquarz. Mein Name ist Wetterquarz. Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Unterwegs in geheimer Mission. Wetterquarz? Na gut. Wo bin ich? Das ist Seefels, die schöne Stadt am Meer. Residenz des Erzmagiers und Heimat der Seefels Finsterfiedler. Seefels? Dann habe ich es geschafft. Yay, wir sind richtig. Gerade so würde ich sagen. Dachte schon, die Orks schießen wieder mit Grunzern an unsere Mauern. Grunzern? Ich muss den Erzmagier sprechen. Es ist dringend. Da wünsche ich dir viel Glück. Die Wache am Tor zur oberen Stadt hat strenge Vorschriften. Die wird dich nicht einfach zum Erzmagier durchlassen. Ist der Erzmagier denn gerade überhaupt in seinem Turm? Darüber darf ich keine Auskunft geben. So sind die Vorschriften. Okay. Können Sie mir denn etwas über den Erzmagier erzählen? Kennen Sie ihn persönlich? Natürlich kenne ich ihn. Die Stadtwache von Seefels ist auch für den Schutz des Erzmagiers zuständig. Warum muss er denn beschützt werden, wenn er so mächtig ist, wie alle sagen? Naja, er ist nicht unbedingt ein großer Kämpfer, glaube ich. Nicht? Als Erzmagier? Er ist etwas seltsam. Er denkt viel nach, weißt du? Seltsam. Warum tut er das? Wer weiß, wie, wer weiß. Wie, der denkt nach? So ein seltsamer Mensch. Obere Stadt ist da der Turm des Erzmagiers. Obere Stadt. Na, die Stadt ist geteilt in eine untere Stadt und eine obere Stadt. Mir kommt noch so eine beknatterte Idee. Der Erzmagiers ist natürlich in der oberen Stadt. Und was ist in der unteren Stadt? Wirtshäuser, Händler, die Wohnhäuser des gemeinen Volkes. Nun, zumindest hat es da mal gewohnt. Jetzt nicht mehr. Wieso? Wo sind denn die Bewohner der Stadt? Weg. Viele sind gestorben, als die Stadt belagert wurde. Und die meisten Überlebenden sind dann mit Gustav dem Schönen losgezogen, um sich für die Belagerung zu rächen. Das war dann eher weniger erfolgreich. Für was brauchen wir da noch eine Stadtwache? Nicht mehr viele. Wenn der Erzmagier seinen Turm hier nicht hätte, wäre die Stadt vielleicht schon aufgegeben worden. Klingt alles ziemlich traurig. Es wird doch wieder aufwärts gehen. Warte, bis wir den Krieg gewonnen haben und alle zurückkehren. Also, die da noch leben. Nicht, dass mich interessieren würde, aber warum stehst du dann hier noch, wenn keiner mehr da ist? Wen bewachen Sie denn überhaupt noch? Ich bewache ja nicht die Bewohner, ich bewache die Stadt. Ich bewache sie so, wie mein Vater vor mir und sein Vater vor ihm. Dessen Vater nicht, der war Hufschmied. Aber mein Schwager war bei der Stadtwache. Dessen Vater war Bäcker. Interessant. Jo, nachdem wir jetzt seine Lebensgeschichte kennen. Ich wage es zu bezweifeln. Aber ich muss auch zurück auf meinen Posten. Die Pause ist vorbei. Also, Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Viel Glück bei deinem Abenteuer. Wir laufen uns bestimmt noch über den Weg. Danke, Herr Schildträger. Bis bald. Er war freundlich. Durchweg seltsam. Aber freundlich. Bom, bom. Ach du Scheiße, gibt's hier viel zu untersuchen. Okay, was gibt's hier? Das Schild. Sumpf
des Todes. Lieber nicht. Klingt irgendwie ungesund. Ungesund ist gut. Auwiesen steht da. Weiter. Keine Ahnung, was es da gibt. Neben dem großen Stein liegt ein kleinerer. Er steckt halb im Boden. Ich habe das geheime Reich der Käfer, Wanzen, Flöhe und Spinnen entdeckt. Tata! Die Käfer scheinen das Licht nicht zu mögen. Sie krabbeln in den Schatten. Sonderlich schnell sind sie dabei aber nicht. Ich könnte sicherlich einige fangen. Nur wo soll ich sie verstauen? Okay. Brauchen wir irgendwas, wo ich Käfer verstecken kann. Hey, betrachte das Kaninchen. Mach gefälligst, was die Maus dir sagt. Oh, ein Hoppelhasen-Flauschi-Bauschi-Bunny. Oh. Ganz weiß und weich. Nein, und wie schön, wie knuffig. Knuddeln und wuddeln und... Es ist ein Kaninchen. Ein weißes. Eben. Wir sind ein Mann, Wilbur, ja? Okay, guck mal. Nein, ach, nimm das Kaninchen. Komm her, Kleiner. Komm. Oh. Keine Nimm Chance. Das Kaninchen. Es lässt sich nicht so einfach einfangen. Aber ich wüsste auch sowieso nicht, was ich mit dem Kaninchen anfangen sollte. Er würfelt doch wie die Stadtmauer. Außer es ganz doll lieb haben. Oh. Nimm das Kaninchen. Komm hier, Kleiner. Komm. Keine Chance. Ich meine... Außer es ganz doll lieb haben. Komm, hab mal das Kaninchen ganz doll lieb. Ein kleiner Baum. Er hat die blutigen Schlachten und den Niedergang der Stadt schadlos überstanden. Ein Zeichen der Hoffnung. Ich möchte es knuddeln und wurzeln, nein, wie köstlich. Ich glaube, das ist das Emblem der Stadt. Aber es ist ganz verwaschen und dreckig. Man kann nichts erkennen. Um Seefels wurde in den letzten Jahren mehrere Male hart gekämpft. Die Stadt scheint einiges abgekriegt zu haben. Okay, ich habe nichts, um die Käfer da zu holen. Das wird immer noch da sein. Ja, aber ich verstehe die Funktion in diesem Stein nicht. Ich habe irgendwie gar keinen Sinn verstanden. Ja, und jetzt? Die Käfer scheinen das Licht nicht zu mögen. Ich könnte sicher... Okay. Vielleicht finde ich irgendwann noch irgendwas, wo ich die Käfer reintun kann. Wilbur, Stadt, guck mal hier. Ich glaube nicht, dass irgendwann jemand aus meiner Familie den Fuß in eine Menschenstadt gesetzt hat. Selbst Opa nicht. Der würde staunen. Colonel Opa würde staunen. Okay, willkommen in Seefels. Viel gibt es ja hier nicht zu gucken. Ein ziemlich schäbiger Marktstand. Sieht nicht so aus, als wäre da kürzlich etwas verkauft worden. Naja, wir erinnern uns. Es ist ja auch keiner mehr in der Stadt. Ein ziemlich schäbig... An der Tür hängen zwei Schilder. Auf dem einen steht... Meister Markus Magische Magierschule. Auf dem anderen steht... Ich bin gleich wieder da. Beide Schilder sind mit Spinnenweben überzogen. Sie müssen schon seit Tagen oder vielleicht Wochen an der Tür hängen. Mal reingehen. Einige Boxen und Schachteln. Sie sind alle leer. Das Gasthaus. Na, jetzt gucken wir mal, was es in der Zauberschule gibt. Keiner da. Die Tür ist verriegelt. Okay, dann halt nicht. Der Karren ist schon ganz eingewachsen. Er wurde schon seit Monaten nicht mehr bewegt. Ein ziemlich dreckiger Abfluss. Dort unten dürfte die Kanalisation sein. Tänzelnder Eberkopf? Was ist denn das für ein Name? Das tänzelnde Pony aus Herr der Ringe. Meine Leute, das ist doch offensichtlich, oder? Man hört eine Menge Schlechtes über heruntergekommene Gasthäuser. Andererseits sind sie häufig der Startpunkt fantastischer Abenteuer. Und um ehrlich zu sein, ich habe noch nicht genug davon. Aber dann hätten wir uns mit Unterberg anmelden sollen. Warte, bis die Ringgäste kommen. Hast du mal das Formular 12b für mich? Das blaue?
Nee, ist nur ein grünes. Beeilung, die Post...